Koh Samui ist eine Insel im Golf von Siam mit einem Durchmesser von ca. 25 Kilometer. Auf einer 52 Kilometer langen Ringstraße ist die Insel bequem zu umrunden. An ihr liegen aber einige Sehenswürdigkeiten, die ich vorstellen möchte. Gestartet wird in Chaweng, von dessen Aussichtspunkt ein schöner Blick auf die Strände von Chaweng ermöglicht wird. Chaweng im Osten der Insel besitzt die schönsten und längsten Strände. Ein nächster Stopp wird in Lamai eingelegt, wo interessante Granitfelsen zu einem Pilgerort nicht nur für Samoesen geworden ist. Die Felsengebilde Hin Tau und Hin Yai werden als Fruchtbarkeitssymbole angesehen. Unweit von Lamai befindet sich der Tempel Wat Kunarem. Der Mönch Luang Porteng, der hier lange lebte und viel meditierte, starb 1973. Sein Körper verweste nicht und ist er heute noch als Mummy Meng zu sehen. Wir verlassen für einen Abstecher an die Tongkrut Bay im Süden der Insel die Ringstraße, wo auf einer Kokosnussplantage die Ernte der Kokosnüsse demonstriert wird. Helfer des Menschen sind hier Makaken, die als Haustiere gehalten werden und die Kokosnüsse von den Palmen ernten. Sie können nach einer halbjährlichen Ausbildung die reifen von den unreifen Früchten unterscheiden und diese durch Drehen von den Palmen lösen. Aber nicht mit dem Grund.
Die geernteten Nüsse werden entweder als Getränk oder als Kokosraspel weiterverarbeitet. Die Tonkrut Bay ist bekannt für ihre Korallengärten und so finden sich die Touristen vorwiegend zum Schnorcheln ein. Zurückgekehrt von der Schnorcheltour können sich die Gäste in diesem schönen Strandrestaurant erfrischen und stärken. Wieder auf der Ringstraße haben wir Natton, die Inselhauptstadt, erreicht. Es ist ein Zentrum der Fischerei und hier legen auch die Fährschiffe an, die mehrmals täglich die Insel mit dem Festland verbinden. Von den 80.000 Einwohnern Samuis leben ca. 8.000 Menschen in der Stadt und sie ist damit die größte Ansiedlung der Insel. Touristen kommen vorwiegend zum Shopping in die Stadt. Letzte Station an der Ringstraße ist im Norden der Insel Big Buddha, das eigentliche Wahrzeichen von Koh Samui. Eine 15 Meter hohe, goldglänzende Buddha-Statue thront auf einem Hügel. Eine 80-stufige Treppe, gesäumt von siebenköpfigen Nagas, führt zur Statue. Diese Anlage, die eigentlich auf einer kleinen Insel liegt,
wurde durch Spenden von der einheimischen Bevölkerung errichtet, wobei auch König Bumibol durch einen wesentlichen Beitrag sich beteiligte. Mit dem Lächeln des Zukunftsbuddhas verabschieden wir uns von der Ringstraße.